Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Half-Life. Im vorherigen Part haben wir ja hier mit diesen Snipern ganz viel zu tun gehabt und man hört jetzt schon, dass hier im Hintergrund wieder irgendwas Seltsames lauert. Irgendwas, was man eigentlich nicht bekämpfen möchte. Aber es trotzdem irgendwie halt da ist, weil man wird es halt nicht so einfach los. Wow! Oh! Oh. Das ging schneller als gedacht. Oh, da können wir doch auch mal hier einen von diesen komischen Dingern dahin werfen, ne? Ha! Hat sogar funktioniert. Na, dann kraxeln wir mal vorsichtig hier runter, weil da werden bestimmt natürlich sind da noch welche. Na, vielleicht war auf der Distanz die Schrotflinte auch nicht ganz so geschickt. Hier ist eine Granate. Weg da! Sehr schön, das hat doch mal ausgezeichnet geklappt. Immerhin. Daher ist auch schon hinüber. Das ist doch immer eine Falle, wenn das so aufschnellt, eine Tür, dann kann das nur nicht gut sein. Na gut, ich glaube dem jetzt einfach mal. Okay, man muss jetzt wohl ein Jump'n'Run-Puzzle beleben, damit man dorthin kommt. Von diesen anderen Schüssen sollte man sich dann wahrscheinlich auch nicht ablenken lassen. Weil die wahrscheinlich einfach nur zur Ablenk Autsch, Ablenkung da sind. Und so, nehmen wir mal Sprung. Das sieht besser aus. Das ging gut. Fuel Room. Ach du je. Lasst mich bitte in Ruhe. Oder passiert dann nichts? Wahrscheinlich passiert dann gar nichts. Hier. Also die. Das lasst mich doch in Ruhe. Boah, da ist ein. Irgendwas kraxelt hier ganz fies lang. Ah, okay, da geht's auch so also lang. Was haben wir denn hier? Lauf da nicht weg. Ah. Na, hochziehen kann man hier leider nicht. Aber da flog noch was lang. Egal. Ich bleib erstmal hier. Der soll sich da mit dem rumärgern. Das ist mir dann relativ egal. Raketenwerfer habe ich schon gar nicht mehr. Fängt also gut an. Authorized personnel only. Weißt du, wo man dann damit hinkommt? Kannst mit Barney bestimmt hier hin. Aber mit Barney da hinzukommen ist bestimmt gar nicht so einfach, weil da kommen natürlich immer wieder neue Leute. Trotzdem wird das bestimmt irgendwie klappen. Und ich glaube, das versuche ich auch mal. Geh mal erstmal zurück und holen den überhaupt. Na, wo haben wir ihn denn? Hey Barney, altes Hut. Jetzt sag nicht, der ist weg. Ja, komm mal mit. Ich hoffe, der folgt mir jetzt auch. Ja. So, hier ist bis hier alles safe. Wo ist er da? Warum sind denn jetzt hier Leute? Die werfen bestimmt Granaten. Nein. Aber es hätte klappen können. Was soll's, wir versuchen es einfach nochmal. Weg. Ein HP. Einen. Grandios, Leute, danke.
Hier kraxeln wir da mal lang und... feuern einfach mal wie verrückt durch die Gegend. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mehr können wir hier aber wohl auch nicht machen. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, okay, das ist, heißt, wir haben nichts Großes verloren. Außer, dass wir jetzt Barney holen können. Können wir auch nochmal. Naja. Komm mal mit. Einmal hier langlaufen. Leider wieder nichts mehr da. Warum hört man denn jetzt schon wieder hier diese... Wo kam der denn jetzt her? Oh je. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Auch nicht besser. Okay, aber ich weiß ja jetzt einfach hier. Funktioniert scheinbar ganz gut. Stirb. Danke. Wie viele kommen denn da überhaupt raus? Okay, genug, dass ich sterben könnte. So. Die Methode mit der Granate dahin ist, glaube ich, ganz gut. Theoretisch könnte ich die ja auch vollkommen mit der Kanone abschießen. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Naja, ich ignoriere das da mal alles. Ciao. Tschüss. Ich hol Barney. Barney ist gut. Der ist wenigstens nicht so aggressiv drauf. Das lade ich mal nach. Ich dachte, du kommst jetzt mit. Ja, ein bisschen ist gut. Ja, warte du mal. Hm. Okay, du kannst also mitkommen. Dann komm mal mit. Ja, perfekt, dann. Wo ist er? Ach, er hat sich wieder verlaufen. Ja, komm. Du sollst auch mitkommen. Jetzt kommt da wieder was. Ist das gerade stressig. Okay, mach du da mal die Tür auf. Ein bisschen schneller vielleicht. Mach. Nein, nicht da lang. Oh, du Trottel. Alter, Junge. Ja, komm. Willst du nicht mitkommen? Ich bleib hier und bewache das Gebiet. Nix wie raus. Folgen, Junge. Ja. Geht doch endlich kaputt. Ah, man kann das auch sehr einfach machen. Ja, komm. Das ging ja doch dann relativ einfach. Zumindest wenn man so halbwegs weiß, was man denn machen möchte. Laden wir das Ding mal auf. Da drauf. Ciao. Ja, kümmern wir uns auch mal um die. Wieder nur ein HP, das ist nicht die Welt. Aufladen und... Oh, wie viel hat der denn? Hm, es ist doch sehr frustrierend.
zumal man ja gar nicht vorankommt irgendwie. Jetzt leben noch beide, ja ganz toll. Es bleibt mir bloß vom Leib, ihr. Ja, oder kommt her und lasst mich dann euch abschießen, das ist auch noch okay. Aber nicht nerven. Puh. Aber jetzt können wir auch mal hier die Kanone benutzen, wenn wir sie denn schon haben. Dauerfeuer oder Sperrfeuer einfach da drauf. Kostet es, was es wolle. Ah, das sind immer noch welche. Ja, macht euch da mal erst gegenseitig fertig. Oh. Nee, nee, nee. Also wirklich cool ist das nicht. Ah, so. Okay, probieren wir jetzt nochmal hier diese Methode aus. Naja, ob das jetzt so effektiv war, laden wir nochmal auf. Das bringt gar nichts, habe ich das Gefühl. Ah, geht doch. Uff, das habe ich auf jeden Fall überlebt. Aber das scheint ja eine echt gute Tür zu sein, weil... Hält. Sie hält so. Boah. Warum ist der denn nicht aus seinem Kabuff rausgekommen und ist einfach da geblieben? Oh, der hat doch noch so viel. Boah. Lasst mich in Ruhe. Okay, zwei. Wo ist denn hier noch einer? Ich hoffe nicht beim Barney. Komm mal mit, Junge. Okay, warum nicht? Ich wollte sowieso nicht alleine abkraften. Ja, dann komm mal mit. Dann sind wir ja in guter Gesellschaft. Wir können jetzt auch nochmal hier in Ruhe alles. Ah, perfekt. Du folgst mir ja auf Schritt und Tritt. Das finde ich super. Und wehe, hier ist jetzt was. Ja, mach du mal da die Tür auf. Das ist gut. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich hinterfrage es mal lieber nicht, weil... Ja. Nein. Meinst du etwa, ich bin dann... Ach. Aber das ist doch mal wieder ein Energieniveau... Was doch human aussieht. Na, du folgst mir echt. Das wird dein Verhängnis. Der ist sogar immer noch da. Oh. Tja, da war ich schnell genug. Bleiben wir mal hier. Alter, wie viele kommen denn noch? Noch mehr? Ja. Na, noch mal ein bisschen warten. Weil es sicher ist sicher. Macht sich bestimmt gut in meiner Trophäensammlung. Was willst du davon noch als Trophäe benutzen? Okay. Energie, Energie, Energie. Geh ohne mich weiter. Danke. Hüpf. Hat ja schon mal ganz gut. Boah. Ja, ich stimme mich, glaube ich, erst im nächsten Part in das Getümmel. Von daher sage ich jetzt erstmal bis dann, der Pump.